Es ist offensichtlich zu wenig miteinander gesprochen worden. Und ich finde, hier muss man auch nicht drum herumreden. Das muss geheilt werden. Deswegen finde ich es gut, dass die drei Fraktionsspitzen von SPD, FDP und Grünen gestern das Gesprächsangebot an mehrere landwirtschaftliche Verbände unterbreitet haben. Das wird ja auch heute berichtet. Am kommenden Montag soll dort ein Treffen stattfinden. Ich glaube, nicht nur über die konkreten Maßnahmen rund um den Agrardiesel, sondern ganz grundsätzlich über die Frage, wie die Politik mit der Landwirtschaft in Deutschland umgeht. Denn da kommen ja auch sehr grundsätzliche Anwürfe zurück. Die Politik habe den ländlichen Raum nicht im Blick. Ich glaube, das stimmt so nicht. Aber darüber muss ja jetzt gesprochen werden.